Liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Overlord 2. Versucht nicht in einer Infernalen nun. Ja, habt ihr gehört. Ach, jetzt verstehe ich's. Ja, genau. Er wollte gerade sagen, versucht nicht in einer infernalen Unterwelt verloren zu gehen. Also hängt der Overlord nur in der infernalen Unterwelt fest. Okay, es gibt mehrere. Gut, woher auf einmal die hier kommt, weiß man nicht. Ist auch egal. Aber es ist wahrscheinlich die prinzipielle Schergenunterwelt, keine Ahnung. So, wo sind wir? So, die Bauern haben also recht. Der Zauberer ist zurück. Ja. Glaub ja nicht, dass du hier reinkommst. Mach mir einfach einen Weg. Meine Truppen werden dir und deiner Rattenarmee den Garaus machen. Verlass dich drauf. Die Hans-Würste da? Das mag vielleicht ein Provinznest sein, aber es ist mein Provinznest. Ist das klar? Das ist so ein Vogel. Sollte er mich nicht eigentlich vernichten müssen? Formieren, Männer! Oh, wie er über den Boden rutscht. Was in euch steckt. Oh ja. Diese Menschen lassen sich genau wie Schergen leicht manipulieren. Der Anführer ist der Schlüssel. Beseitigt ihn. Wow. Genau, der Anführer ist... Die Roten werden die Barriere innerhalb kürzester Zeit beseitigen. 20 habe ich maximal. So, wir nehmen uns wieder weitere 5. Da könnte ich jetzt schon durch. Möchte ich im Prinzip aber erstmal noch nicht. Können die Roten schon von hier schießen? Ist das ein Dummkopf, ey. Okay, das dauert mir einen kleinen Tick zu lange. Will das Meer werfen. Ey, hallo. Der fängt, wenn er anfängt zu brennen, dann... Ah, jetzt, okay. Nein, komm zurück. Ah, jetzt. Okay. Er ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schwach, der Anführer. Also diese Typen. Wie wenig Damage die machen. Dagegen ist ein Hühnerhaufen gut organisiert. Jetzt solltet ihr sie leichter beseitigen. Ja, sie fangen an rumzuhüpfen und Co. Wir machen es ganz anders. Wir lassen von oben unsere Roten angreifen. So, ich kämpfe mal ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht, ob das... Ah, das bringt nicht so viel. So, jetzt ist es langsam schon ziemlich verteilt. So, die Restleben vernichten wir. So, ich glaube, das war's. Ich hab da noch irgendwas gehört. Wir können die Hütte auch ganz normal zerstören, wie man es kennt. Ich glaube aber leider bringt es meistens in der Hinsicht nichts. Hallo. Ja, ich finde es gut, dass ihr euch aufrüstet. Okay. Gut. Die Roten können wieder wie immer die Barrikaden aufheben. Also so eine Feuersache. Wie das aussieht. alle ineinander drinne. Das ist auch so ein Bug hier. Finde ich ein bisschen komisch. Ist irgendwie nicht mitgedacht, aber egal. Ihr werdet alle braune. Wir werden alle braun. Ach, verdammt. Oh, das ist ein Zauber. Nee, kein Zauber. Das ist ein, ein Teil, womit ich meine Rüstung halt neues Rüstungsteil bauen kann. Mein Gott. Oder eine Waffe, keine Ahnung. Das weiß ich gerade noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Seht ihr? Weiß auch nicht alles. Aber ganz kurz, jetzt muss ich mal was testen. Mir kommt so vor... Nee, die Musik ist immer noch so laut. Kann ich das noch ein bisschen leiser machen? Ja, war. Ganz ehrlich, Freunde. So. Ist wie immer noch so laut. Aber gut, okay. Also, mir kommt das nur so laut, überlaut vor. So, was haben wir da? Mit diesem Schmiedestein könnt ihr neue Schmiedeformeln freischalten. Ah, okay. Mutter wird sich freuen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der andere Weg entlang ging. Ob es einfach nur schneller ist dahin? Ah, den habe ich gar nicht gesehen. So, alle auf ihn rauf. Ich habe da mehr als 7. Hallo? Jetzt, keine Ahnung, eben hat er irgendwie gerade Macke geschoben. So.
Okay. Das war's. Gold. Oh, oh, nimmt er mit sogar. Perfekt. So, die Roten wieder hier. Ah, nicht. Nee. Die Braunen. Ich weiß gar nicht, bringt das, hier? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist recht sinnlos. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oh, da ist aber noch gestorben. Der Blauschimmer von Zauber geht nicht weg. Ah, jetzt. Ach so. Aha, das geht hier so nicht. Ich kann sie nicht alle rufen. Wenn ich, sag ich mal, nur die Feurigen ausgewählt habe. Menschen ertragen es nicht, wenn ihresgleichen brennt. Das liegt am Gestank. Also nutzt eure Roten für ein schönes Feuerchen. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht viele Rote bei. Das ist natürlich unpraktisch. Also sie verfallen in Panik, soweit Leute anfangen zu brennen von denen. Ich wollte den vernichten, aber ich kann ihn natürlich nicht auswählen. Hallo? Was soll denn das? Ah, jetzt. Nee. So, jetzt verfallen sie schon langsam ein bisschen Panik. Treffen aber kaum meine Roten. Wir machen es mal ein bisschen besser. Oh nein, bitte nicht auf die, die schon draußen sind. Oh, sag mal. Wie treffen die immer noch nicht richtig? Oh, jetzt verfallen sie Panik. Ich sag ja, ich muss kurz noch ein bisschen klarkommen. Dafür kommen aber die anderen nicht mit. Das ist eigentlich auch wieder einerseits praktisch. Ah, nee, hä, dann kommen doch die Roten auch. Am Ende hat's nicht geklappt. Naja, gut, man kann es ja ganz normal machen, wie immer. So. Den Anführer müssen wir aber erstmal vernichten. Wir gehen einfach mal daran vorbei. Und schnappen uns den Anführer. Boah, wie lang. Alter, bin ich da mit der Axt definitiv stärker. Oh, ich habe nichts gesagt. Irgendwie frisst der gerade gar nichts an Damage. Das macht gerade irgendwie gar nichts aus. Aua. Habe ich. Nee. Irgendwie ist einer noch verschwunden. Warum sind wir kurz? Ach, der eine kämpft gegen die Massen da. Hä? Ah, jetzt ist ein 15 drauf. Okay. Boah, was der aushält. Ah, jetzt. Ja, ich glaube, der blockt auch ganz oft mit seinem scheiß Schild. Ja. Oh, jetzt habe ich. Nee. So blockst du da. So wie er, glaube ich, da steht, blockt er. Jetzt habe ich ihn gegrillt. Okay, jetzt können wir doch die restliche Truppe angreifen. Jetzt ist er gleich mal durcheinander. Dadurch, dass er tot war, geht es halt nämlich schneller und besser. Ich habe es früher auch irgendwie besser gemacht. Ich habe den von oben schon mit meinen Roten einfach beschießen lassen. So, was schießt ihr denn da noch? Ach, auf den Hasen, ey. Hört ihr mal bitte auf. So, so ein bisschen wieder aufrüsten. Ah, es ist ein bisschen anders, ein bisschen schneller hier als im ersten Teil. Achso, jetzt. Kurz sagen, hallo. Ein paar Kisten zerstören. Oh, Lehm. Ziemlich viel Lehm verloren von den einen da. Braucht keiner. Ja, also die Rüstungsteile sind da jetzt mal nicht besonders. Denn besonders in der Hinsicht auch, weil... Das ist mein Portal, okay. Weil ich ja auch sie jetzt schon aufgewertet habe. Ich glaube zu meinen, dass sie dadurch auch Ausrüstung bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also so wie im ersten Teil, wenn man die... Je nachdem die alte nimmt, die eben verbessert oder die andere. Oh, einfach nur rübergelaufen. Was ist denn das hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, das war so... Nein, 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 kommt mal zurück, kommt mal zurück. Uncool.
Oh, der eine da, wie er auf. Wie sie auf den einkloppen. So, wir gehen mal erstmal zu. Ihn hier eigentlich. So, jetzt bitte alle auf ihn hier. Was? Ich habe nur noch 14? Ach so, alles klar, die gehen jetzt alle. Na, kommt mal zurück schnell. Hätte ich das nicht mal viel besser früher gemacht? Ich hab keine Ahnung. Oh, ja, klar. Mann. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier, der nervt. Und dann kümmern wir uns um die ganze Bagage. Bam. Und einfach nur rein in sein Gesicht. Oh, ja, ja, er frisst gut damit. Ach, Mann, der mit seinen Blocken. Der nervt. Oh, da ist schon wieder einer gestorben. Achso. Ja, aber klar doch. Oh, oh, sterben so viele, sterben so viele. Komm, stirb. Jetzt. Jetzt, komm, stirb. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie besser dran als ich. 12, 11, na, jetzt geht's, glaube ich. Oh, sterben aber auch bei mir immer mehr. Okay, jetzt sind sie alle tot. So gut wie alle tot. Verdammt, das war jetzt aber schlecht. Okay, ich habe echt nur noch 11. Verdammt. Alle gebe ich ein und... Also manchmal... So, den noch. Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, kriege ich auch rote Seelen von normalen Gegnern jetzt? Oder ist das hier wirklich auch so wie im ersten Teil gewesen? Ich hoffe mal nicht. So, hier kommen wir jetzt noch zu einer Balliste. Jetzt wirklich eine Balliste. Müssen wir noch nicht so viele Schergen dafür abfahren. Die sind so dämlich, wie die da stehen und warten und gar nichts machen. Versuch die Schergen in diese Maschine zu reichen die? Ja, okay. Versucht mehrere Soldaten gleichzeitig aufzuspießen, Herr. Und warum nicht? Wenn ich es nicht mache? So, das sollten noch mehrere werden. Finde ich übelst geil. Die Waffe. Das ist der Wahnsinn. Oh, sie lässt sich aber auch schwer kontrollieren. Ach, keine Ahnung, hab wir nicht getroffen. Oh Gott. Okay. So, als nächstes machen wir die hier, weil die da vorne sonst nerven. Ich kann hier runter. Doch. Mit rechter Maus das da anzoomen. Was soll ich denn da anzoomen? Was zum Teufel, wollen die mich veräppeln? Okay, dann erst doch die hier. So, wie sie die Formation ändern, damit sie immer noch eine Einheit so zusammenbilden, ist ziemlich witzig, aber das wird sich auch ändern, meine Freunde. Jetzt rennen sie schon im Kreis, weil sie merken, dass sie einfach sich gerade nur abschießen lassen. So, den da hinten. Natürlich dann nehmen. Obwohl sie, wenn sie so eierig rumlaufen, eigentlich gar keine Gefahr mehr sind. Ach, verdammt. Ich greife jetzt nochmal das hintere Ziel an. Geht das? Weil da immer wieder neue kamen. Ich glaube, ich muss einfach nur schnell genug sein. Oder? Es kommen so viele neue andauernd. Ach so, okay. Kann ich zerstören so. Alles klar. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Nein! Ist der dämlich? Ah, ich sehe gerade, man kann hier tatsächlich noch auch anders sehen. Diesmal die ganzen Seelen sammeln. Die droppen jetzt alle Seelen. Finde ich gut, weil das war im ersten Teil schon ein bisschen eine doofe Sache einerseits. Jetzt nicht blöd in der Hinsicht, aber es war halt schwieriger dadurch. So, wir gehen wieder raus. Weil die können wir eindeutig einzeln fertig machen. So halten sie nämlich gar nichts mehr aus. So. Warte mal. Achso, ich bin falsch. Ich dachte, ich könnte von hier auch hochgehen. Von hier, ja. So. Den noch. Den hier. Oh, ihr seid nicht alle so Vorsturm. Ja gut, okay, die sehen hier. Und das ganze Geld. Wo diese Spuren wohl hinführen? Ja, das ist so ein kleiner
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Glück. So ein kleiner Tipp gewesen. Wir müssen den Schienen folgen. Machen wir auch, aber erstmal will ich mich ganz kurz auch noch umschauen hier. Ich meine, dass es hier auch noch andere Sachen gibt. Ja, ich hätte hier wirklich abkürzen können. Ja, hätte ich. Warum aber? So, ich hole mir jetzt mal wieder neue Schergen. Oh, mit zwei roten, toll. Das kann leider ein bisschen dauern, aber hier ist, glaube ich, Gold, oder? Ach so. Na, könnt ihr auch mein Gold holen? Vielen Dank. Oh, das dauert jetzt natürlich leider ein bisschen. Haben sie es? Haben sie. Perfekt. Okay. Okay, jetzt machen wir mal 10 rote. Ach so, habe ich... Ja doch, ich habe so viele. Ah, das lohnt sich definitiv. Ja, es ist zwar 50-50, einerseits ein bisschen blöd. Ah, wartet mal ganz kurz, mich auffüllen lassen. So, genau. Ah, man hat noch nicht viele Schergen, man merkt das schon. Und die sterben auch, also ganz, ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht da jetzt in jeden Furze 7 opfern. Es ist doch voll dämlich. Lass kurz gucken, was geht hier oben ab? Ach nee, alles klar, das ist was anderes. Oh, eine Kiste. Oh yes. Oh yes, ganz viel Gold. Sehr schön. Ah nee, okay, hier komme ich wegen einem anderen Weg wieder zurück. Es bleibt uns tatsächlich erstmal nur der Weg hier. Es ist hier auch gleichzeitig wieder eine, glaube ich, eine neue Spielmechanik damit eingeführt worden. Aber, also das, was ich jetzt holen soll, aber will ich noch nicht verraten. Werdet ihr sehen. So, wir sind jetzt, wie gesagt, hier in diesem Steinbruch, wo sie sich echt so dämlich zu uns zur Hölle durchbohren wollen, zur Unterwelt, Entschuldigung. Ich glaube, eure roten und diese explosiven Fässer sind Feuer und Flamme füreinander. Oder vielleicht auch für die Soldaten. Witzig. Und zwar... Ihr hört schon, irgendwo sind Wölfe, weil da ist wieder so eine Formation, die sich so nicht auflösen lässt. So eine Formation lassen sich so einfach nicht auflösen, dafür brauchen wir Wölfe. Die hören wir hier schon hinten. Was war denn da ganz hinten? Ich will jetzt erstmal noch nicht dahin, weil das war irgendwie ein Fehler, wenn ich das vorher gemacht hätte. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich da hinkam. Weil ich hatte mal in Erinnerung, dass ich dadurch irgendwelchen Fehler, irgendeinen dummen Fehler verursacht habe. Wenn ich die Wölfe hier hinlocke. Ach, ich glaube, hier ist ein ganz anderes Gebiet. Was war denn das für ein Gebiet? Wir machen, glaube ich, erstmal das, weil solange, bis ich hier nicht lang darf, kann ich das irgendwann einfach nicht. Ganz einfach. Oder ich kann es tatsächlich ignorieren, aber ich ahne, dass es hier eigentlich später weitergeht. Aber ich gucke noch ganz kurz. Der Part ist eh gleich vorbei. Hier sind nochmal Wölfe. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier nicht ganz so richtig. Ich würde sagen... Warte mal kurz. Weil wir sollen ja nach einem Schiff suchen. Wir sollen... Ja. Wir sollten ja eigentlich diesen... Ach Quatsch, hier geht's ja wieder zurück, sehe ich gerade, oder? Ja, piep, 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 piep. Ja, alles klar. Meine Uhr sagt nur, dass ich jetzt gleich Feierabend machen soll. Nee, ich glaube... Quatsch. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, hier komme ich, muss ja später lang. Ich beende den Part jetzt aber trotzdem... Werde ich hier speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge und werden dann ja, die normale Quest weitermachen. Also, ciao! Ach Gott, ey. Ciao.